Komm näher, näher, komm zum Tanz. Die anderen versammeln sich jetzt. Schließ die Augen. Jetzt siehst du mich. Ich bin Nullis. Und das ist das Gesicht, das meine Feinde sehen. Ich bin einer deiner Vorfahren. Nicht der Älteste. Aber du willst nicht, dass du dem begegnest. Hinter mir lodert das Feuer. Das ganze Haus ist voller Rauch. Und du spürst es. Selbst der Boden, auf dem du stehst, alles war hier einmal lebendig. Hinter dir erwachen die Tiere unseres Stammes schon zum Leben. Der Rabe blinzelt, der Adler erwacht und der Wolf blickt dich an. Es heißt, früher legten die Tiere, wenn sie unter sich waren, ihre Felle ab und waren wie die Menschen. Von ihnen brachte ein Häuptling das erste Tanzfest mit. Wenn sie tanzen, dann ist der ganze Raum voll mit ihren Stimmen. Schau nicht die anderen Masken an, schau nur auf mich. Ich bin Nullis. Ich komme zurück mit den Schätzen. Ein Bär hat mir geholfen. Schlangen und Wale waren hinter mir her am Fluss und ich blieb an einem Damm stecken, aber der Bär hat den Damm gebrochen und ich kam mit den Schätzen im Dorf an. Dieses Dorf ist heute Fort Rupert und ich komme gerade zurecht, um den jungen Captain Jakobson zu sehen, wie er eine Perücke trägt und sich rot anmalt. Ein norwegischer Indianer. Wir müssen alle sehr lachen, aber wir sagen es ihm nicht. Wir geben dem Captain als Geschenk einen indianischen Namen. Er soll heißen, der von einem Stern zum anderen wandert, weil wir seine Geschichten kennen und wir nicht sicher sind, dass er sich hier auf der Erde zurechtfindet.